Da seht ihr schon den Staub mich einholen. Fazit ist allerdings, dass es sehr gut funktioniert. Prinzip ist, dass diese Gummilamellen gegen die Pflanzenschlagkäfer da vorne drin landen. Ist nicht Film, aber einwandfrei angemacht, sofort alles da. Na, Malta? Was geht ab? Aber die Post, ne? Ja. So, hier steht Carstens Kamera. Mal gucken, was er euch so zu zeigen hat. Wir fahren erstmal los zum Striegeln. Erstmal brauche ich einen GPS-Empfänger. Ich gehe nämlich mit dem 130er auf Tour. Und wenn man mit GPS fahren kann, macht man es auch, ne? Drohne nehmen wir auch mit. Damit wir ein paar coole Aufnahmen machen können. Ist das die mit der Schraube, mit der Abwehrschraube, die fest ist? Ja, ist da. Ja, da muss Carsten sich ein bisschen was überlegen. Ja, stehen lassen. Ja, stehen lassen, das ist das Einfachste. Wäre mir auch am liebsten. So, damit moin zum heutigen Video. Herzlich willkommen zurück. Falls ihr euch fragt, er hat ja schon wieder neue Klamotten. Revolution Race ist ja mein Partner, die haben mir wieder was für Mai zugeschickt. Wenn ihr da einen Rabattcode haben wollt, müsst ihr mal Ende Mai in meine Instagram-Story gucken. Ich meine irgendwie was 27. 25. Mai gibt es wieder einen Rabattcode. Und genau, das sind so die Klamotten, die ich mir diesmal ausgesucht habe. Wir fahren jetzt erstmal los zum Striegeln. Wir sehen uns on the Feld. Jo, da sind wir angekommen. Wir sind dabei, Kartoffeln in der Rennebeilzwanger zu striegeln. Wie ihr seht, seht ihr, dass wir es vorher nicht angehäufelt haben. Hier machen wir das ein bisschen anders. Jetzt muss man noch kurz ein bisschen nach rechts verschieben. Wir striegeln die jetzt erst einmal runter. Und da nehmen wir gleich die Möglichkeit und gucken mal nach Kartoffeln, weil ich gerade den ersten Keim rausgucken will. Weil eigentlich wollte ich sagen, sind die hier noch nicht sonst so weit. Da vorne sehen wir Erwin, der ist gerade am Pflügen. Und hier werden wir im Nachhinein die Dämme wieder richtig anfräsen. Ja, 12 Meter Striegel, hier die Stützräder ein bisschen weiter runter. Und man muss auch sagen, hier siehst du fast gar keinen Damm mehr danach. Ne? Das ist halt jetzt der Unterschied. Vorher bei unserem Boden, vorher anhäufen, dann hast du einen größeren Damm. Wenn du den dann runterstriegelst, kannst du immer noch Reste davon erkennen. So, hier haben wir die Kartoffel. Hier die nächste sein. So schön elastisch der Keim. Hier ist wieder der Sinn dahinter, dass wir das meiste Kraut jetzt alles rausziehen. Können mit dem Striegel richtig schön angreifen. Ziehen es raus, es staubt schön. Wir können gucken, die Kartoffel liegt überall schön mittig im Damm. Ich weiß nicht, das seht ihr hier auf der Kamera jetzt nicht. Hier ist wieder ein Keim. Hier werden überall. Oh, okay, den habe ich jetzt gerade abgebrochen. Man muss halt auch immer vorsichtig sein, ne? Keime abbrechen will man natürlich nie. Deswegen fahre ich auch schön langsam. Ja, ihr hört die Musik im Hintergrund. Gibt schön gleich zu Beginn des Videos erstmal ein paar Drohnenclips. Ist ja auch cool mit anzugucken, wenn Erwin mit auf dem Nachbarschlag am Flügen ist. Also viel Spaß!
Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Wir haben Fläche gewechselt. Da vorne waren wir gerade eben. Ich habe gerade geguckt, ob man vielleicht Erwin zwischendurch sieht, aber das tut man nicht. Ich habe hier Striegel wieder eingeklappt. Einfach damit ich hier, habe ich nämlich die andere Fahrgasse, damit ich die nicht überstriege, damit ich das jetzt gleich noch sehe. Und diese Seite habe ich dafür komplett ausgeklappt. So, jetzt habe ich hier schon einmal geguckt. Hier haben wir keine Fahrgasse, hier müsste er gut tief weg sein. Oder die Sojabohne, war sie auch. Keimt schön, das sieht alles gut aus, ist in einer feuchten Erde. So, jetzt hatte ich nur irgendwo auch Sojabohnen schon wieder oben gesehen. Ansonsten könnten wir mal hier gucken. Hier müsste die Fahrbahn sein. Eigentlich sollten die hier gar... Ja, hier. Die keimen jetzt halt auch nicht, ne? Die liegen hier oben in der Asche. Das ist ein bisschen das Doofe. Das liegt jetzt hier allerdings am Vorgewinde. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen gewundert, weil eigentlich hatten wir hier jetzt schon die Spurenlockerer bei der Drille mit drin. Könnt ihr hier nochmal sehen. So hatte Carsten das ja mal einmal gezeigt, als wir die Spurenlockerer uns selber reingebastelt haben. Hier hatte ich den Schraubenschlüssel geguckt. Ne, hier war das. So, das hier ist nämlich genau die Fahrgasse. Da hatte ich ja immer gesagt, sollte man auf jeden Fall in der Fahrgasse gucken, weil da sind sie am flachsten. Die sind aber auch auf einer guten Tiefe. Muss ich allerdings aufpassen, ich darf den Striegel nicht zu dolle machen. Sonst reiße ich die Keime ab und das wollen wir natürlich nicht. Ja, dann wollen wir mal zusehen, dass wir ein bisschen was choppen. Gerade eben, so Drohnenaufnahmen, die halten leider immer... Test, Test. Verstehe es nicht. Ich wollte gerade sagen, Drohnenaufnahmen halten immer ein bisschen auf. Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe jetzt, die Kamera hält ein bisschen. In den letzten Vlogs hatte ich ja immer sehr Probleme mit meinen Mikros. Das ist aber, weil ich oft auch dann die Mikros gar nicht angenommen habe, also quasi gar nicht reingesteckt habe, sondern über den Media-Mod aufgenommen habe. Und da gab es dann oft Probleme. So, jetzt ist die Kamera einfach ausgegangen gerade. Ist auch ein bisschen doof. Einmal noch mal kurz zeigen, was wir hier alles gekauft haben. Machen das anders. Bisschen was, der Durstlöscher, Wassermelone da vorne ist auch schon leer. Ein Schlemmerfilet habe ich auch schon gegessen. Bisschen was zu trinken ist hier hinter der Dingens noch, hinter dem Sitz noch, noch eine zweite Wasserflasche. Und das erste Mal in meinem Leben so ein Starbucks getrunken. Also, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so mein Fall. Aber ja, gehen denen das seine. Mein Kaffee habe ich leider da vergessen. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht. Der steht dann noch auf dem Tresen. Naja, doof gelaufen. Ja, hier ist immer ein bisschen das Problem, wenn ich eine Seite eingeklappt habe, dass der sich so ein bisschen verzieht. Das ist doof. Deswegen ist auch wichtig, dass man die Stützräder hinten immer schön einschmiert, damit die sich auch anpassen können. Weil sonst, wenn die jetzt so schräg stehen würden, würde ich da halt natürlich die ganze Zeit Boden aufreißen. So, fällt euch was auf? Zum Vorgewinde ein Unterschied, wenn man hier einfach aus der Kabine rausguckt. Hier sind keine Spuren eingefahren. Ich habe das Problem gelöst oder ja, die Frage, die ich hatte, warum das am Vorgewinde so extrem flach war. Das hier ist die Stelle, wo wir es rausgefunden haben, wo wir dann quasi die Spuren lockerer im Nachhinein angebaut haben. Und auch zwischendurch wieder flacher stellen mussten. So, ich habe, jetzt warten wir mal kurz, bis der Staub hier weg ist. Ich habe nämlich gerade eben außen einmal gebuddelt. Und da ist mir aufgefallen, dass die Sojabohne in der Fahrbahn verdammt tief war. Dann bin ich ein bisschen weiter reingegangen und dann sah es wiederum gut aus. Oha. Oha. Das sehe ich ja erst jetzt. Ach du Scheiße. Das hier ist ja... Wieso sind die jetzt hier schon so weit? Das ist ja jetzt zu spät, ich kann hier aufhören. Ach du Scheiße. Ja, deswegen lohnt es sich wirklich jede Bahn zu gucken, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, pass auf, ich nehme euch mit. Jetzt muss ich nur die Stelle finden, wo ich hier gerade gebuddelt habe. Hier ist die Stelle. Und
So, guck mal hier. Das ist das, was ich gefunden hatte. Da ist sie noch nicht so weit. Das ist jetzt echt eine ungünstige Momentaufnahme gewesen. Hier stand halt der Striegel drüber. Und hier kann man jetzt schon... Oh. Ja, das hier ist eindeutig zu spät, das verstehe ich nicht. Wie kann das denn so schnell draußen sein? Ja, das ist so doof, wie es klingt, aber das wird hier ein Abbruch sein. Muss ich aufhören, da werde ich hier schon. Zum Glück sind die meisten noch dran. Das ist jetzt der Vorteil, dass es warm ist. Es ist die ganze Zeit warm. Wenn man hier die oberste Bodenschicht anfasst, die ist richtig warm. Das heißt, dass die Bohne oben auch möglichst elastisch ist. Ich hatte den Striegel zum Glück schon von vornherein nicht so doll eingestellt. Junge, der Wind. Weil ja im Vorgewende das relativ flach war. Und ich bin auch zum Glück langsam gefahren. Also das heißt, dass ich deswegen wahrscheinlich echt einiges noch gerettet habe. Gut. Ich denke mal, wir sehen uns in 3 Jahren wieder. Da gibt es auch Ackerbohnen. Mann, zeige ich immer mit meinen Ackerbohnen. Da gibt es Sojabohnen zu striegeln bzw. Kartoffeln. Und Konrad und ich gönnen uns da auch eine KLP-Pizza. Also, wir sehen uns gleich. Es ist jetzt das relativ Nervige, dass ich verdammt oft absteigen muss, verdammt oft kontrollieren muss. Das hält ein bisschen auf. Das ist nicht ganz so schön. Was aber richtig, richtig schön ist, da wollte ich mich jetzt hier auch nochmal bei euch bedanken. Der letzte Monat bei YouTube. Unglaublich geil, weil ab und zu ein paar Leute auf diesen Button hier gedrückt haben. So, aber erstmal wieder weg damit. Ja, wir haben über 4000 Abonnenten im letzten Monat gemacht. Also ich habe jetzt auch immer mal wieder Shorts hochgeladen. Ich glaube, daher kommt das auch groß mit. Trotzdem, ein riesen, riesen Dank an euch alle, dass ihr mich hier so supportet und halt wie gesagt auf den Abonnieren-Button gedrückt habt teilweise. Ich meine, euch kostet es nichts, ist schnell gemacht. Ich merke es auch selber oft bei mir, dass man es ganz oft vergisst. Deswegen habe ich auch so wie da immer diese kleine Erinnerung mit drin, weil ich abonniere total gerne bei YouTube. Da siehst du ja eh nicht, wen du abonniert hast. Aber wie gesagt, für euch ist es kein großer Aufwand und mir macht ihr damit halt eine Riesenfreude und bringt den Kanal so an sich weiter. Gut, apropos weiter, wir wollen jetzt weitermachen mit den Sojabohnen. Wie heißen nochmal die Leute, die Knochen ausbuddeln und so? Archäologen? So, ja, Archäologe, Biopeters meldet sich wieder. Ich habe wieder Löcher gebuddelt. Archäologe ist, glaube ich, falsch. Hobby Knebel sagt auch irgendwas mit P ist das, aber ich habe es gerade nicht gefunden und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ist auch egal. Problem ist, hier ist die Sojabohne tief, hier ist sie flach. Hier muss ich richtig buddeln und beim richtigen Buddeln, guckt mal hier, diese ganzen Keimlinge. Das ist hier alles Kraut, was hier gerade in der feuchten Erde anfängt zu wachsen. So, in der feuchten Erde komme ich jetzt aber nicht mit dem Striegelzinken hin. Dann würde ich nämlich in dieser Reihe alles wegmachen. Die hatte ich jetzt gerade beim Buddeln kaputt gemacht. Das ist so ein bisschen nervig. Das meine ich, ich habe jetzt hier außenrum zweimal und ich bin jede Bahn abgestiegen. So tief wie es da war, habe ich sonst noch nie gefunden. Aber ich glaube, nach dahin könnte es immer besser werden, weil, wie gesagt, hier diese Ecke hier vorne, das ist die, die so extrem hart war. So, während ich hier die Fläche weitermache, ist Konrad da hinten auch fast fertig. Wir switchen aber mal rüber zu Carsten. Habt ihr heute Morgen gesehen, dass er die andere Kamera von mir hat. Können wir mal gucken, was er euch da so gezeigt hat. Der ist ja am Regnung fertig machen. Er meinte zwar, er weiß nicht, was er da zeigen soll, aber finde ich doch schon ganz interessant, auch mal so ein bisschen zu gucken, was auf dem Hof passiert, ne? Moin. Ihr glaubt es nicht. Es geht los. Tja, was soll ich sagen? Eine Seite kommen wir noch nicht rauf, andere Seite müssen wir beregnen. Ich mache die jetzt fertig. 8 Stück. Den Schlauch habe ich schon rangemacht hier. Hier ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, eine Ablassschraube, die reindrehen, Batterie laden und Luft kontrollieren. Das Ganze 8-mal und dann die Aggregate.
Test, Test. So, Mikro läuft. Ich habe immer ein bisschen Panik jetzt. Das ist unser letztes Feld jetzt in Schreyan, was ich machen wollte. Da vorne sind die Sojabohnen, die ich gerade gestriegelt habe. Gerade bei Sojabohnen wichtig, sobald man irgendeinen Stein sieht, immer mitnehmen. Weil Sojabohne setzt ja so extrem weit unten die Schoten an. Das heißt, mit einem Schneidwerk am besten. Ein flexibles Schneidwerk haben wir leider nicht. Aber am besten so tief wie möglich. Und wenn du dann Steine reinkriegst, ist scheiße. Eine Sache habe ich auch gefunden. Sonst scheint irgendwie gar nicht richtig aufgefallen, dass der fehlt. So, hier bin ich zu früh. Hier seht ihr, Unkraut wächst. Bei der Kartoffel passiert aber irgendwie noch nicht so viel. Ich bin jetzt einmal runtergefahren und hab gebuddelt. Ich muss auch sagen, erst hatte ich ein bisschen Schiss. Hier ist wieder unsere Belana, weil die nämlich irgendwie teilweise noch gar nicht richtig gekeimt hat. Jetzt hier. So, hier haben wir eine. Aber eigentlich hatten die dann doch kleinen Keim dran. Ne? So, aber das hier meine ich. Hier ist doch kein Keim dran. Ne? Also, ich habe irgendwie, ihr wisst, letztes Jahr haben wir 20 Tonnen Belana geerntet. Ne? Ist alles offizielles Saatgut. Und da, okay, da ist ein kleiner Keim, die kommen. Aber das Ding ist ja, das Kraut kommt halt auch extrem. Sowas habe ich öfter gesehen, so einen kleinen Keim. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass die tatsächlich noch weiter ist. Ist sie aber gar nicht. Aber das heißt, dass ich hier erstmal aufhöre, weil das dann doch noch zu früh ist mit dem Runterstrügeln. Ich habe ja noch nicht so die goldene Mitte gefunden mit meinem Öldruck. Ich soll ja schnell einklappen, aber auch nicht so richtig zusammenknallen. Aber ja, müsste man eigentlich ein bisschen weniger Öldruck machen, aber dann hat das irgendwie ewig gedauert. Dann klappt er erst aus und dann braucht der Öl, dann braucht der Zylinder so viel Öl, bis er irgendwie weiter klappt. Komisch. Naja gut, wir fahren jetzt erstmal vielleicht unsere Saße-Pizza holen beim Erlebnishof Kunitz. Vielleicht haben die ja auf und dann fahren wir weiter nach Großbrese, da die Kartoffeln runterstriegeln. Guck mal, da seht ihr schon den Staub mich einholen. Mann, ist das heftig hier. Wir sind jetzt in Redderbeitz und ihr merkt, Großbrese, ihr merkt, hier ist der Boden schon wieder deutlich trockener. Die Keime ploppen da alle schön so ein bisschen raus. Ja, mal eben anhalten, Allrad brauche ich hier auch. Gleich mal in diese Staubwolke hier vorbeizieht. Pizza aus Saas war top, mal wieder. So, hier sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo Carsten vorher schon einmal gehäufelt hat. Deswegen sieht der Damm so gut aus. Guck mal, ich gehe hier nur rauf und der Staub geht ab. Wir sehen hier aber auch ganze Kraut. Ne? Das Kraut wächst neben den Kartoffeln. Hier ploppen die Kartoffeln hier teilweise schon raus. Schon bevor ich gestriegelt habe. Und das Schöne ist ja wirklich, die sind elastisch. Ne? Die können ein bisschen was ab. Hier kann ich schön rüberfahren und das ganze Kraut, sehen wir hier, ziehen wir wunderbar raus. Mann, hier sackt man auch richtig weg. Guck mal, wenn ich hier rauf trete, wie ich hier wegsacke. Also, kurzen Bahn haben wir gleich fertig. Vorgewende mache ich ja mal am Anfang. Einfach damit das Umdrehen entspannter ist. So, jetzt ist aber das Problem, Vorgewende ist so und so ist reingepflanzt. Das heißt, bis diese Ecke vom Striegel die letzte Bahn oder die letzten Meter runtergestriegelt habe, bin ich mit dem Trecker schon komplett auf dem Vorgewende drauf. Und da werde ich doch immer ganz schön dolle durchgeschüttet. Eieieiei, ist hier Kraut. Aber hier zum Beispiel diese Reihe ploppt jetzt noch nichts raus. Na! Hä? Also hier, irgendwo habe ich ja einen Keim abgebrochen anscheinend. Ah. Ja, die ist noch nicht so weit, ne? Wie die anderen. Okay, doch. Hier, ich wollte gerade schon sagen, ich hatte schon Angst um diese Reihe, was hier passiert ist. Naja, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Wenn ich motiviert bin, mache ich die Fläche noch fertig. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen hier wieder. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich schaffe ja einiges. Hobby Knebel ist eigentlich auch die ganze Zeit mit am Start. Der ist auch am Kartoffeln pflanzen gerade noch. Deswegen so alleine bin ich ja da nicht. Das ist ganz gut. Carsten hat jetzt schon, ich weiß nicht, ob er es gezeigt hat, aber die erste Beregnung läuft in unserem Hafer. Da sieht man nämlich schon, dass der zu kämpfen hat. Ist halt bei uns leider knappe 20 Bodenpunkte. Trocknet alles ein bisschen schneller aus. Papa meinte, dass er am Wochenende auf einer Fläche war, wo er auch gebuddelt hat, auch im Hafer. Das war alles Asche, da war keine Feuchtigkeit mehr drin. Ne? Und Hafer liegt nicht darunter. Die Wurzeln, die haben jetzt hoffentlich schon ein bisschen tiefer gewurzelt. Das Problem ist ja aber dadurch, dass wir so ein feuchtes Frühjahr hatten, haben die meisten Kulturen nicht es nötig gehabt, tief zu wurzeln. Sprich, die haben viele Flachwurzeln gemacht, jetzt ist das Wasser aus der obersten Bodenschicht weg und fangen halt sofort an zu leiden oder Scheinungsmerkmale zu zeigen. Das ist ein bisschen doof. Naja, wie gesagt, wir machen unsere Wüste hier weiter und ich schmeiß euch hoch. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Moin, herzlich willkommen. Neuer Tag. Wir haben Dienstag. LKW steht da. Habe ich einmal schnell vollgeschmissen mit den letzten Kartoffeln, die bei uns im Lager noch waren. Das waren nicht unsere, sondern für den Arbeitskollegen. Ging zum Glück zügig. Waren jetzt nur 10 Stück. Jetzt ist hier Ruhe. Haben wir hier nichts. Oh Gott. War zu einem kleinen Schreibtisch kaputt gefahren. So, mein Plan jetzt ist, also das Striegeln habe ich noch fertig gemacht gestern. Und ansonsten, Lichter sind alle aus, sonst springt er irgendwann nicht mehr an. Ist mein Plan, Berechnung machen. Carsten hat da irgendwie gestern, sagt er, nicht wirklich viel gefilmt. Und heute ist er mit einem blauen Häufler angegangen und der hat die Kamera wieder vergessen. Deswegen habe ich die jetzt erstmal mit. Die hängt am Reitplatzplaner, weil ja, der MF läuft zwar, aber ich habe noch keine Ahnung von dem Ding. Oberlenker muss auch noch ran und dann kann der Reitplatzplaner da mehr oder weniger rangeschweißt werden. Und ich merke gerade, die Verbindung zum Hobbyknebel wird immer schlechter. Das heißt, mein Handy liegt noch auf dem Gabelstapler. Nee, danach Beredung aufbauen. Carsten hat ja gestern im Hafer hier vorne den ersten Durchgang gemacht. Und ja, da ziehe ich die einmal weiter und dann noch, je nachdem wie viel ich schaffe, noch zwei weitere Flächen im Hafer rein. Da ist er. Ich bin zwar gemutet, damit ich ihn nicht mal so nerve, wenn ich hier gerade am Talken bin. Naja, Konrad, der ist noch bei der Tierbeurteilung, der ist ja in der Ausbildung. Da ist er heute mal einmal da. Wir kommen später wieder, deswegen werde ich vielleicht auch noch mit dem Grubber los. Je nachdem, wann Konrad da ist. Jetzt gleich sehen wir uns aber erstmal beim Platz ziehen wieder. So, hier ist der 6M. Planer ist schon hinter. Eigentlich will ich hier mit Beregnung machen. Aber bis jetzt war da noch nur die Ackerschiene von gestern von Carsten dran. Ne? Deswegen geht das schön schnell. Einmal schnell abbauen, Reitplatzplaner ran. Ist man ja weniger jetzt 10 Minuten mit beschäftigt, würde ich sagen. Und dann hauen wir uns die Schlauchtrommel vorne mal ran. So, aber jetzt muss ich mal zu der Kamera da hinten rum. Planer ist ab.
Schlauchtrommel ist dran. Braucht die jetzt bei der ersten Regnung tatsächlich gar nicht, aber bei der nächsten. Und als Frontgewicht ist das Ding auch super. Wenn wir eine Beregnung jetzt über, keine Ahnung, 500 Meter, über 500 Meter ausziehen, dann kann es sein, dass wir ein Frontgewicht brauchen, weil wir sonst Probleme hätten. Und ich hatte jetzt gar keine Lust, das anzubauen. Bobby sagt gerade, ach Quatsch, er zieht, glaube ich, auch mit breiter Bereifung seine Beregnung aus, oder? Ja, ich meine, ich ziehe mir das nicht aus den Fingern, ich spreche aus Erfahrung. Wenn Hobby mir nicht glaubt, könnt ihr mir wenigstens glauben. Oh! Ich hab schon eben probiert. War falsch rum. Ja, es ist ziemlich warm. Ja, gestern konnte ich nicht mehr so filmen. Ich habe hier eine Beregnung aufgebaut. Unsere 8 fertig gemacht. Nee, 6. 6 fertig gemacht. 2 stehen noch winterfest. Aggregate fertig gemacht. Ja, und andauernd hatte ich die Kamera vergessen. Aber Beregnungssaison geht ja erst los. Ja, aber trotzdem, jetzt habe ich das nicht vergessen. Ich nehme euch mal mit. Wir wollen die hier umbauen und nachher die andere in Tow bringen. Die baut Lars noch neu auf. Wir wollen nur hoffen, am Wochenende sind 10 mm angesagt. Ja, dass sie auch kommen. Jetzt schon anfangen. Vor einer Woche sind wir noch abgesoffen. Ein bisschen übertrieben, aber kamen wir noch nicht rauf. Oder kommen jetzt gerade mal rauf und jetzt andere Seite müssen wir beregnen. Normal ist das nicht mehr. Deswegen wir hoffen auf Regen. Fangen langsam an mit den Hafer. Vielleicht können wir auch schnell wieder aufhören. Ja, ansonsten, ich baue jetzt hier erstmal ab und dann zähle ich 90 Meter weiter und dann baue ich da wieder auf und zwischendurch mache ich euch mal an. Bis denn! So, abgebaut ist sie, da stand sie. Hier wollen wir rein. Wir nutzen natürlich unsere Hackspur. Sieht man von hier jetzt nicht. Weil wir auf Hacken ja gedreht haben und hier schon zweimal gehackt haben, nutzen wir natürlich die Spur und fahren nicht noch eine neue kaputt. So, dafür kommt es drauf an, die muss schön mittig stehen, wenn die gedreht ist, dass der Wagen und der Schlauch schön gleichmäßig einrollt. Ich habe sie erstmal so jetzt, was ich meine, hingefahren. Ich drehe sie jetzt mal und dann mal gucken, wie sie steht. Vielleicht müssen wir noch ein Stück vor oder zurück. Augenmaß gehabt, hat gepasst. So, was ist hier zu beachten? Ganz wichtig, Getriebe raus, aber ist ja eigentlich, weil die alleine ausgegangen ist. Und noch viel wichtiger, die Klinke raus, sonst gibt es Bruch. So, jetzt bewegt er sich. Machen wir den Computer an. Zack. 0 Meter steht da oben. Dann können wir gleich ausziehen. Regner ist eigentlich noch eingestellt. Kontrolliere das trotzdem immer einmal. Oh, das war kalt. Oh. Naja, ist ja warm draußen. So, da passt das. Oh, schön in den Nacken gelaufen. So, passt. Düse haben wir gestern gewechselt. Abgebaut ist auch. Manchmal geht der Sticken hier ein bisschen schwer raus, aber geht.
So, da ist er wieder. Ausgezogen haben wir, habt ihr ja mitgekriegt. Jetzt müssen wir hier den Schlauch abkuppeln von der Einspeisung. Das brauchen wir ja nicht, weil wir ja jetzt hier direkt dran gehen. Nehmen wir zwei Schläuche, den und der dazugehört. Und morgen müssen wir dann da hinten hin, wo der Leitpfosten steht. Da brauchen wir dann die Einspeisung hier wieder. Ich baue das auf und anmachen tun wir die heute Abend erst. Es ist ziemlich warm und windig ist auch. Und abends oder nachts ist ja die Verdunstung am wenigsten. Und dann fahre ich mit dem blauen Häufler wieder los. Ich mache den nochmal an wieder. Moin! Mittlerweile haben wir Nachmittag. Aggregat habe ich mir hintergebammelt. Carsten hat zwischendurch schon eine Beregnung umgebaut. Ich war nämlich noch, also Reitplatz ziehen hatte ich euch ja mit und danach war ich noch mit einem Grubber. Bisschen am Grubber, ein bisschen Kacke einarbeiten für die Heidegas. Ist ja unsere Biogasanlage, ist ja eine extra Firma, für die, die es noch nicht wissen. Und ja, das habe ich gleich satt fertig gemacht. Da ist jetzt Konrad weiter mit im Gange. Dem habe ich gesagt, er soll mal bitte den Trecker einmal auspusten. Kühlmittel sieht alles gut aus, der Trecker ist nämlich heiß geworden. Vielleicht sehen wir ihn hier gleich noch in der Ecke. Nope, er ist schon weg. Gut, ja, ich muss jetzt hier zusehen, dass ich alle passenden Teile für die Beregnung in Tobring mitkriege. Also ich fahre jetzt erstmal mit dem Aggregat hin, stecke das hin und dann kann ich nochmal überlegen, falls ich irgendwas brauche. Das Schöne ist, wir haben hier so einen Beregnungsbereich, ne? Ist hier so unser alter Fersenstall bzw. Kälberstall. Da hier auch um die Ecke waren die Einzelkälberboxen. Jetzt ist hier alter Anhänger, wo all möglichen Kram drauf ist. Vaterstück meine hatten wir schon, Vaterstück haben wir schon. Das heißt, Mutterstück mitnehmen. Und ich weiß, so, Schlüssel mitnehmen. Und so einen 90-Grad-Bogen kann man auch immer mal gebrauchen, ne? So. Das Coole ist, diesen Part habe sogar mal ich gebaut. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das hier noch Christopher gebaut hat, diesen Kram. Aber diese kleine Box, da bin ich auch ein bisschen stolz. Ne? Hier extra noch Luft gelassen, damit alles rauslaufen kann, alles Maß angefertigt ist, nicht fest. Oh. Da bin ich jetzt nicht so stolz drauf. Scheiße, die Schweißnaht hätte ich jetzt gar nicht sehen wollen. Schweißen ist nicht meins. Muss nicht schön aussehen, muss halten. Ne? Sehen nicht alle so, aber ich sehe das so. Ja. So, ich bin gerade die ganze Zeit noch am Überlegen. Schlauchbrücken meine ich brauchen wir nicht, aber wie gesagt, wir müssen hier noch mal rum. Ich muss nämlich mal mit auf den Schlitter. Im Schnitt verkacke ich ein paar Schlitte pro Jahr. Und hier kurze Erklärung: Vaterstück, Mutterstück. Kann sich vielleicht einer erklären, das Vaterstück kommt so ins Mutterstück, ne? Wisst ihr Bescheid. Alles klar, wir sind uns am Brunnen. So, angekommen. Schlauch hier hinten auch schon dran am Aggregat. Erstmal anschließen ist auch immer toll, weil hier alles voll mit Ameisen ist. Oh, aber tatsächlich ging das gut. Ist hier gleich schon das erste, was ich vergessen habe? Oder? Ist der hier drinnen? Nee. Andere Seite, wir brauchen einen Schlauch hier. Ach so! Nee, brauche ich gar nicht. Ich habe ja mein Mutterstück. Ist auch kein Schlauch. Nee, ich habe ja Mutterstück. Kommt hier ran. Und dann wickeln wir gleich mal mit der geilen Fronttrommel von Beinlich. Und dann Schlauch. Lorenz Beinlich kenne ich, deswegen habe ich gerade so getont von ihm. Finde ich sehr sympathisch, ist ein cooler Typ.
Das muss jetzt als Unterlegkeil reichen. Schlauch ist schon gespannt, deswegen Aggregat ist ganz schön weit nach vorne gerollt. Das ist nämlich eigentlich die Stütze, damit das Ding hinten überkippt. So, Aggregat steht gerade. Wichtig, damit diese gut aufgeteilt ist. Machen erstmal zu. Und jetzt wickeln wir hier vorne mal aus. Wenn wir das Ding jetzt zu schnell drehen und dann abrupt bremsen, dann kann das Getriebe hier von der Vortrommel ganz schnell mitkriegen. Das wollen wir natürlich nicht. Auf dieser Fläche machen wir nur einen Durchgang, dabei bleibt links, rechts ein bisschen was liegen. Aber bevor wir hier einen und einen vierten Durchgang haben, haben wir dieses Jahr einfach keinen Bock auf den Stress. So, ich guck. Aha. Ist die Frage, noch einen zweiten Schlauch auswickeln? Ja, keine Lust. So, jetzt mache ich das wie folgt. Ich gehe von der Kante einmal hier die Breite abmessen und dann gehe ich die Hälfte wieder zurück. Markiere mir das, weil da stellen wir die Trommel gleich rein. 10 Meter habe ich abgeschritten. Hier, beziehungsweise hier sind wir bei 55. Hier habe ich aber eine Fahrspur. Kann ich mir entspannt merken, ne? Da ist das Kupplungsstück. Ich habe den Schlauch ein bisschen weiter hier mit beim Abwickeln nach hier gezogen. Das heißt, da vorne reicht es nicht. Deswegen, ja, den Schlauch haben wir schon noch gebraucht. Irgendwie macht das auch für mich nach einem 25 Meter Schlauch einen Eindruck und kein 50 Meter Schlauch. Eigentlich wollen wir die nicht da mittendrin haben, aber manchmal geht halt ein bisschen was schief. So, gewisse Vorkehrungen habe ich auch schon gemacht letzte Woche. Autan bestellt, ganz wichtig zur Berechnungssaison. Noch sind die Bremsen nicht wirklich da, aber dieses Jahr ist mückenpervers. Ich weiß nicht, was das soll. Allerdings habe ich es noch gar nicht drauf gemacht. Also ist entspannt hier irgendwie. Sonst die Jahre war hier auch immer ein großes Mückenproblem. Aber wie gesagt, hier Multi-Insekt. Game Changer. So. So, Schlauchtrommel ist wieder aufgewickelt. Wir fahren die Trommel holen. So, ich bin jetzt hier mit dem Blauen wieder in Gange. Ja, geht gut. Ein Feld habe ich schon fertig. Hier um die Ecke. 5 Hektar oder 5,5 was. Ne, 5 glaube ich. Ist auch egal. Ja, jetzt habe ich hier angefangen. Es staubt wie Sau. Und hier werden wir nochmal mit der Dampffräse reinfahren. Das sind die Ecken, wo wir mit dem Güllefass nicht durchgekommen sind. Das ist ganz schön klutig. Aber die Ecken hier sind sowieso ein bisschen, die Senken, ein bisschen klutiger. Aber das ist ein bisschen doll. Aber hier werden wir mit der Dampffräse noch einmal reinfahren und dann sind die auch schön kaputt. Ja, sie kommen jetzt leicht raus. Kann man gut sehen. Ja, dann nehmen wir erstmal lang hin.
Ja, einmal ganz kurz. So, jetzt bin ich aus der Senke raus. Oben auf dem Berg, also Bergkuppe. Da sieht er ganz anders aus. Hier ist schön. Jetzt gleich komme ich wieder runter. Dann sieht es wieder anders aus. Oder auch nicht. Ah, doch, gleich. Jetzt fängt es an. Sieht man schon. Grobblutiger auch die Bahn da, aber die war schlimmer. Ja, doch, hier auch. Das sind die Senken hier. So, wir sehen, ist noch angeschlossen, die Trommel, aber Batterie ist voll. Hier könnt ihr mal sehen, hier haben wir für die Pferde noch mal was eingezäunt gehabt, unsere alte Kuhwiese. Das Doofe ist, wir haben keinen Wasserwagen. Das heißt, die können da momentan nur kurz immer drauf stehen. Ja, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Die sind halt jetzt gerade hier, wo ich die Trommel anbauen will. So, das könnte perfekt gepasst haben. Ein Meister am Werk, ne? So. Ich muss Akku sparen. Ich fahre das Ding jetzt erstmal wieder zum Aggregat, wo wir da drin waren. Jo, Berechnung haben wir hier. Das Ding ist schon rückwärts so rangefahren. Von der Kabine Pi mal Daumen hier in diese Fahrgasse. Ich gehe jetzt so ein bisschen im Bestand rein, guck. Man könnte die vielleicht ein bisschen versetzen, aber das fällt ich jetzt nicht so mega lang. Man muss da aufpassen, dass sich das vernünftig auswickelt, deswegen darf man es nicht zu schräg hinstellen. Ja, wo wir hier schon mal sind. Ihr könnt euch mal den Hafer angucken, man sieht, der lässt sich schon so langsam hängen. Guck mal, wie tief ich hier buddeln kann. Hier so langsam kommt da ein bisschen feucht. Ach, der, das ist. Da unten, ah, da ist. Na? Ah. Richtig Feuchtigkeit ist das hier auch noch nicht. Könnt ihr mal sehen, wie furztrocken der ganze Scheiße ist. Deswegen allerhöchste Eisenbahn. So, für den Bolzen rausmachen muss ich einmal Kamera ausmachen. Jetzt habe ich nur noch 5% Akku. Raus ist total nervig. Ihr seht, wie sich das verkantet hat. Aber bevor ich jetzt die Stützen runter mache, muss der Bolzen auf jeden Fall raus. Sonst geht es gleich gar nicht mehr. Meter hat die Berechnung hier übrigens. Ist viel zu lang für dieses Feld. Aber wie gesagt, wir machen hier nur einen Durchgang. Links, rechts bleibt ein bisschen was liegen. Und dann da hinterm Dorf haben wir ein langes Feld. Da soll die morgen hin. Deswegen haben wir hier gleich die lange mit hergenommen. So, Getriebe ist raus. Die Rückrollsperre ist auch raus. Und dann können wir eigentlich ausziehen. Schläuche noch ab und Attacke. So, das ist meine erste Begegnung dieses Jahr, die ich ausziehe. Vielleicht knallt es irgendwo und irgendwas ist kaputt. Irgendwie erwarte ich es schon. Unterlenker mal jetzt ein bisschen hoch, damit da nicht so eine Last auf das Kupplungsstück da unten ist. Da hinten seht ihr die braune Suppe, die da mittlerweile dann irgendwie ein bisschen braun geworden ist. Rauslaufen und wir ziehen unsere Berechnung jetzt einmal ein bisschen aus. Wie gesagt, für dieses Feld brauchen wir absolut keinen Gesicht vorne drin, aber fürs Feld morgen zum Beispiel. So, Berechnung ist ausgezogen. Ganz wichtig hier am Ende den Regner noch einstellen. Der war gerade eben nämlich nicht richtig eingestellt. Jetzt dreht er sich so etwas mehr als 180 Grad. Das passt so. Wasser läuft, wie ihr seht, ohne Probleme. Kamera, Akku hat halt nicht so richtig mitgemacht, deswegen
konnte ich das alles nicht filmen, aber einwandfrei angemacht, sofort alles da. Ja, da war der Akku leer. Moin! Wir haben jetzt schon deutlich später. Eigentlich wollte ich euch verarschen, dass hier alles glatt ging. Mit der Trommel war alles gut, mit dem Aggregat. Ist hochgekippt, ich meine, das habt ihr vielleicht noch erkannt. Dann ist der Akku direkt leer gegangen. Also wie gesagt, ist hochgekippt, ich habe es alleine nicht runtergekriegt. Carsten ist irgendwann gekommen. Der Druck war nämlich auch irgendwie viel zu hoch. So, Carsten sagt, das ist der Drucksensor. Na, hier ist Wasserbehälter, hier wird dann Druck gemessen und selbst wenn das Ding aus ist, zeigt er 19 Bar an. Ziehen wir raus, geht auf 0. So, zack, zack, zack. Die drei Sachen sollten ausreichen. Jetzt muss ich mich allerdings ziemlich beeilen. Wenn ich das hier rausdrehe, also den Sensor rausdrehe, will ich, das habe ich übrigens von einem anderen Aggregat von zu Hause einfach abgeschraubt. Da muss ich den möglichst schnell reinkriegen, weil sonst läuft das Wasser hier raus und wenn ich dann Pech habe, dann hat die Pumpe kein Wasser. Dann muss ich erstmal Wasser holen, auffüllen und dann können wir wieder ansaugen. Wenn wir da Zwischenzeit mit dem Motorrad hier, ich muss sagen, bei dem Wetter ist ein Traum. Ich muss nur immer aufpassen auf meinen Tank. Ich habe das schon ein paar Mal leer gefahren. So, jetzt wollen wir erstmal zusehen, dass wir den Sensor tauschen. So, meine Kamera fährt doch eh gleich um. Wie heißt nochmal dieses Teflonband, das was man um ein Gewinde rum macht? Wie heißt das? Heißt das Teflonband? Also ich glaube, das heißt Teflonband. Das mache ich jetzt gerade erst rum. Damit das Wasser da dann nicht rausspritzt und damit ich dann das möglichst zügig reinkriege. Aber irgendwie ist mir das jetzt zu dick. Ha! Bin zu schnell gewesen. Es hat geblubbert, ich hätte jetzt gedacht, dass es da schneller rausläuft. Folgendes Problem. Hä? Deswegen hat das nicht gepasst. Diese komische Schutzkappe war da noch drauf. Ah, ich hatte schon Angst, weil das hier sieht irgendwie anders aus. Jetzt sieht es gleich aus. Können wir es überhaupt sehen? Nee. Oh, ich hatte gerade schon Schiss, dass das alles nicht passt. Gut. Falscher Alarm. Aber dieser Umschlagpinöpel, der ist mir abgebrochen. Der war schon angebrochen. Ich hoffe, es hält. 0 Bar soll er ja anzeigen. Das Entspannte ist, das Ding hier anzumachen. Ich muss hier, kann ich hier oben hin und her switchen. Gehe ich einmal auf Off, dass er sich ausschaltet, auf Manuell und drück Start. Okay, irgendeiner hat Not ausgedrückt. Das sieht doch alles schon viel besser aus hier. Sieht ja aus, als wenn es funktioniert. Jetzt fängt er hier langsam an, Wasser anzusaugen. Und dann geht er mit dem Gas selbstständig hoch. Vielleicht können wir das Wasser irgendwann erkennen hier. Ja, da hinten kommt schon. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Seht ihr das? Er nimmt ganz langsam mehr Gas. Das Wasser da drin können wir jetzt nicht sehen. Das hätten wir jetzt vielleicht gesehen, wenn er das frisch angesaugt hätte und da ein bisschen Luft drin wäre. So, wir gehen jetzt noch gleich hin zur Trommel, drücken da nochmal erneut Start. Hier muss ich jetzt allerdings den Mindestdruck einstellen, dass ich das Ding auch ausschalte, wenn da hinten der Bypass aufgeht. Bypass ist, wenn der Regnerwagen komplett an der Trommel ran ist
drückt der quasi den Hebel rein, dadurch geht der Bypass auf, das ist so eine Nebenleitung, dann kommt das ganze Wasser rausgeschossen. Dadurch, dass das ganze Wasser rausgeschossen ist, kriegt er hier extrem Druckabfall. Und das stelle ich jetzt ein, dass er ab einem Druck von 5 Bar auch wirklich ausgeht und nicht einfach die ganze Zeit irgendwie weiter Wasser fördert. Alles klar, dann fahre ich noch ein bisschen Motorrad und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Moin, herzlich willkommen zum neuen Tag. Ich habe es jetzt ganz vergessen, die Kamera anzumachen. Wir haben hinten Ackerschiene schon ab, vorne Frontschlauchtrommel auch wieder ab. Wir sind mit dem 6M im Gange und bauen uns die Schmotzhacke an. Plan hier ist, heute Sojabohnen zu hacken. Ich weiß nicht, ob ich es im Titelbild aufgenommen habe oder nicht. Heute kommt auf jeden Fall auch der Kartoffelkäfer-Sammler. Bin ich sehr gespannt. Einweisung kommt heute noch nicht, also nur die Maschine abholen oder abladen. Ja, müssen wir mal gucken. So, hier für Soja umzubauen ist die Parallelogramme alle umschrauben, alle ein bisschen verschieben. Oh nein, merke ich jetzt schon. Hier will ich am liebsten mit Akkuschlagschrauber rauf. Diese Schraube ist aber ultra lang. Ich weiß nicht, ob ich ihn aufsetzen soll. Das hatte ich damals schon angemerkt. Verstehe ich gar nicht, warum die Schraube so lang ist. Das hier ist für die Optik, weil das Schmotzer irgendwie, keine Ahnung, Design wiedergeben soll. Auf jeden Fall haben wir deswegen das Problem, dass ich hier mit einem normalen Aufsatz nicht draufkomme und mit einem Schraubschlüssel halt auch nicht vernünftig. Habe ich schon angemerkt, genauso wie den Striegel, da sitzen sie dran, da wollen sie sich was überlegen. Aber auf jeden Fall muss ich die von 30 cm auf 37,5 anpassen. Hier hinten die Striegel, die kommen raus. Da kommt, haben wir Daumen, Ecke, Anhäufelemente, die kommen rein. Und breitere Hackschare ran. Bin ich sehr froh, dass wir dieses Schnellwechselsystem haben. Da geht das deutlich schneller. So, Striegelelemente abmachen geht ziemlich zügig, sobald man den richtigen Aufsatz gefunden hat. Das hier ist ein 18er Aufsatz, das ist ein bisschen nervig. Und dann braucht man eine Akkuschlagschraube. So, was ich jetzt aber meinte, ist das hier. Das ist natürlich kein 18er, passe ich trotzdem nicht drauf. Aber das machen wir eh auf dem Feld. So, ich habe mir jetzt gedacht, dass ich euch mal immer so kurz bei jedem kleinen Schritt einmal kurz mitnehme. Von da hinten habe ich mir jetzt diese Hackschare hergeholt. Das sind die, die für Soja sind. Sind besonders breit. Was haben die hier? 6, nee. 20 oder irgendwie sowas. 27,5. So sieht es aus. Aus vollem Schatten. Egal. So, und das ist jetzt... Die nennen das Rapido Clip. Rapido Clip System. Also ich zeige euch das mal einmal. Ich zeige euch das so. Hier drückst du quasi rein. Dieser Pinüppel löst sich, den ziehst du raus und dann kannst du das Messer wechseln. So. Das war's schon. Zack, kommt das neue ran. Fertig. Super easy, super entspannt. Ihr merkt hier passt keine Sojabohne dazwischen. Ich weiß nicht, wie sich das verhält hier jetzt auf unserem Boden, weil die ja markiert sind, lackiert. Und da gab es ja beim Hafer die Probleme, dass es immer gestoppt hat. So, hier ist es ja gar nicht so das Problem, wenn es stoppt.
Die Häufelelemente müssen auch noch ran. Erstmal gehe ich jetzt bei diesem Eierkopf hier ran und mache die letzten Hackschare. Oh, ist selbstständig reingegangen. Alles klar, wir sehen uns am Ende. Jo, die ganzen breiten Hackschare sind dran. Ich muss ehrlich sagen, in der Fahrgasse weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Die beiden sind übergeblieben. Zwei werden ja eh rauskommen. Das hier sind die Anhäufelemente für die Breitenschare beim Sojabohnenhacken. Da habe ich hier jetzt mal die ganzen Schraubenmuttern von den anderen Dingern rausgenommen. Und jo, jetzt versuche ich mir das passende Werkzeug alles mitzunehmen und dann fahren wir mal aufs Feld und probieren das Ding anzupassen. Ich werde eh einiges vergessen. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Hammer fehlt mir noch. Hammer muss ich noch holen. Problem hier. Ne, wie gesagt, das sind 24er. So ein Aufsatz für einen Akkuschlagschrauber wäre top. Aber das Größte, was wir haben, ist 22. Wir haben ungefähr 5, 6, 21er. Ja, keine Ahnung, aber kein 24er. Dann so ein Ratschenschlüssel, habe ich gedacht, wäre ja top. Ne? Ich habe hier ja das andere Set. Ratschenschlüssel. Sparfuchs, wie ich bin, habe ich nur bis Größe 19 gekauft. Ja, jetzt brauche ich 24er. Der einzige 24er Ratschenschlüssel, den wir haben, ist keine Ratsche dran. So, deswegen habe ich mir zwei 24er genommen. Ich hoffe, ich kriege die hier leicht ab. 24er raufdrehen. Das hier sind alles 18er. Das sind 18er Schlüssel mit. So, für Kamera verstellen, lieber nochmal nachmessen. Das hier ist nämlich auf einmal 17er. Ein großes Problem. Das hier ist die Fläche, der ich vor ein paar Vlogs angefangen habe, Blindstriegeln. Hier hatte ich dann aber gar nichts gefilmt. Da war ich in Redebeitz auch am Blindstriegeln und hatte erwähnt, dass ich noch auf einer anderen Fläche war, beziehungsweise eine fertig hatte und die andere nicht. Da war mir zu spät. Das war die hier. Sojabohne guckt hier überall raus. Jetzt kann man auch sehen, Striegelrad. Es war knapp neben der Bahn. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter rechts fahren müssen. Sieht man manchmal nicht ganz so gut. Aber hier noch Glück gehabt. Die Bohnen stehen alle. Ich stehe natürlich nicht am Vorgewende, sondern hier in der Mitte, damit ja, die Reihen überall zu sehen sind. Da teilweise sieht man es nicht. Dann hat die Kamera vielleicht auch Probleme. Ansonsten da hinten wird es irgendwie dunkler. Also grüner. Ich weiß nicht, ob die Bohne da weiter ist oder ob da richtig viel Quecke kommt. Deswegen bin ich erstmal einfach hier. Ich habe Trecker jetzt ausgemacht. Verschieberahmen ist schön in der Mitte. Muss er ja auch sein, damit er arbeiten kann. Und ja. Ich fange jetzt mal an, die ganzen Dinger ein bisschen anzupassen. Muss auch ehrlich zugeben, Learning by Doing ist das jetzt bei mir, ne? Ich probiere mich hier aus. Jawohl. Ich habe die jetzt so alle so ein bisschen angepasst. Zwei Elemente habe ich rausgenommen aus der Mitte und dann von außen jeweils welche reingesteckt. Ich hätte auch gleich die von außen wegnehmen können. Hätte ich mir ein bisschen Arbeit erspart. Naja, ich habe die jetzt auch noch gar nicht festgemacht. Ich musste alles ein bisschen verstellen. Die Abstände hauen irgendwie gar nicht so richtig hin, wie ich es haben möchte. Wie ihr seht, ich bin noch weiter vorgefahren. Das Wichtigste ist nämlich, wenn man das so einstellt, dass du mit der Treckerspur perfekt in der Reihe stehst. Du darfst nicht irgendwie die 1-2 cm links oder rechts stehen. Da könnt ihr hier einmal sehen. Und das ist mein Zeitstück. Da oben. So. Abgemessen habe ich jetzt noch nicht, mache ich gerade das erste Mal. Hier sind wir ungefähr 6 cm. Und hier sind wir 6 cm. Wow! Das ist gut, das passt. Aber, so, ich habe das jetzt so gemacht, alle hochgeklappt, damit ich die verstellen kann. Hier sehe ich schon, der hier müsste weiter rüber. Wahrscheinlich muss der hier dann auch weiter rüber. Wenn ich jetzt hier rauflege. Mensch, so.
So, jetzt haben wir aber schon mal ein bisschen mehr Eindruck, was hier alles noch verstellt werden muss. Am Anfang bin ich ganz schön weit drüber gefahren, deswegen... hat er die ganze Zeit nach rechts geschoben, der Verschieberahmen. So, aber ihr habt es gerade gesehen, das Hackschaft viel zu weit drüber. Oh, die ist sogar noch fest. Ha. Ja gut, wir passen hier erstmal alles Mögliche ein bisschen an und sehen uns dann wieder. Test. So, der Verzweiflung nahe. Carsten musste noch helfen. Das Problem ist, wenn ich alles einstelle und fahre, ich sehe nicht, was meine Hackschare machen. Ich muss absteigen, dann kann ich gucken. Ich hatte die jetzt vorher alle hoch, bin dann gefahren, damit ich das irgendwie so abtimen kann. Aber das hat irgendwie alles nicht so ganz hingehauen. Wir haben jetzt das erste Mal die Hackschare runtergelassen, dann nochmal angepasst. Die Kamera musste ich auch ein bisschen verschieben, damit die mittig auf der Reihe war. Erst hatte ich alles angepasst, da hatte ich den Part noch nicht gemacht. Das war ein bisschen mein eigener Fehler, ne? Aber dann konnte ich alles nochmal neu einstellen. So, wir wissen jetzt gar nicht, ob wir das hier mit diesen Anhäufelementen machen. Weil zu doll zuschütten wollen wir sie auch nicht. Ich bin hier sehr, sehr langsam gefahren. Die ganzen Sojabohnen sind noch drin. Hier hatten wir erst ein bisschen Angst, weil wir nichts gesehen haben. Aber da haben wir ja auch geguckt, die ist noch gar nicht so richtig am Kommen. Und dann kann man hier auch, also das hier ist die Fahrgasse, ne? Deswegen ist das Schar deutlich weiter unten als das. Aber hier kann man dann genau gucken, wie dicht man an die Sojabohne rankommt. Ne? Hier ist Ende vom Schar, hier ist Ende vom Schar und da ist die Sojabohne. Hier sind sie, da, die kommen erst hier noch. Ja. Hier sind sie. Also bis jetzt sieht das tatsächlich ganz gut aus. Ist immer unglaublich nervig, sowas einzustellen. Aber letztes Jahr war es noch nerviger, da haben wir richtig was kaputt gehackt. Hier kann man auch Außenschar und hier ist die Soja-Reihe. Wir probieren es jetzt mal, indem ich einfach ein bisschen schneller fahre. Vielleicht kriegen wir es dann auch schon richtig zugeschüttet. So, 5,8 bin ich jetzt gefahren. Angehäufelt ist ein bisschen. Ja. Aber erstmal gucken. Das sah mir ganz schön. Man täuscht das auch. Dann denkt man, das hatte ich vorhin, glaube ich, auf Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es im Video gesehen habt. Aber so wie es hier ist, ist, denke ich, perfekt. So ein bisschen zugeschüttet. Da kommt sie wieder raus. Und eigentlich ist auch alles fest. Ja, die braucht man eigentlich nicht, weil wir haben einen kleinen Damm. Ja. Und wir wollen noch gar nicht so viel. Wenn wir jetzt mit Striegel kommen, ja, ist das auch wieder raus. Wie schnell warst du? 5,8. Das war nämlich zügig. Bitte? Das war nämlich zügig. Ja. Naja, letztes Mal mit unserem Schmotzer, nee, hat es mich nachher mehr mit 10 versucht. Ja. Ah, hier sieht ein bisschen kritisch aus. Ist hier ein bisschen Dichte dran? Ne? So, hier ist das Hackschar. Naja, weil darüber kann ich hier nicht. Was denn? Das hier ist richtig Millimeter. Ja. Das ist teilweise Millimeterarbeit. Ja, das. Kann man das noch ein bisschen. Wo ist denn das? Das ja. Also, du ganz ehrlich? Ja. Wir haben jetzt hier fast jede Reihe einmal durchgeguckt. Wir sind uns überall unsicher, aber alles hängt noch fest, ne? Guck mal, hier sind wir ein bisschen dicht und hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Hier haben wir. Also,
5 cm und hier sind wir nur bei 2. Vielleicht ein bisschen losschrauben und ganz bisschen rüber. Nur Mühe. Ja. Das wird 40, ne? 38,5, ja. Mehr wie ein Zentimeter dürfen wir dann auch nicht. Aber hier sind wir bei 36, also die Abstände, ja. Wir probieren mal. Ich muss sagen, man denkt die ganze Zeit, dass man irgendwas kaputt hat. Aber Carsten ist jetzt schon auch das dritte Mal wieder am Gucken. Wir sind ein bisschen skeptisch, aber es scheint irgendwie doch zu funktionieren. Leider haben wir immer noch dieses Quecke-Problem. Also diese Anhäufelemente brauchen wir sowieso nicht, weil wir durch unsere Quecke, weil es wieder ein bisschen schiebt, eh anhäufeln. Gut, ich hatte noch keinen Mittag. Wir haben schon 14 Uhr. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, sammeln die Parallelogramme da hinten noch ein und dann sehen wir uns Nachmittag wieder. So Leute, wie im Titelbild schon gesehen, leider ja auch schon erwähnt, dass ich da gar nicht so viel zu sagen werde, weil die Einweisung noch kommt, zeige ich euch unsere neue Maschine. Da steht das gute Stück von fieldworkers.nl heißen die, glaube ich. NL, ja, kommt aus Holland. Die Holländer sind so in meinen Augen die absoluten Kartoffelprofis. Wir haben das Ding ja schon auf Architechnica uns einmal angeguckt. Prinzip ist, dass diese Gummilamellen gegen die Pflanze schlagen und die Käfer da vorne drinnen landen. Ich weiß noch nicht wie, irgendwie kann ich es auslernen und dann in eine, ich glaube, in eine Laugenwassermischung reinkippen, dass die Wasseroberflächenspannung gebrochen wird. Die Käfer können nicht mehr rauskrabbeln, aber Heuschrecken können rausspringen und... Ha! Schön, sogar Bio-Peters dran. Heuschrecken können rausspringen, Marienkäfer können rausfliegen und Co., aber der Kartoffelkäfer, der kann halt nichts mehr machen. Und das Geile ist, wir dürfen ja im Biobereich spritzen, Novodor. Das hilft aber nur vorbeugend gegen die Käfer, das hilft nur, wenn du die Larven drin hast. So, der Kram sammelt aber alles weg, ne? Käfer, Larven und Co. Das macht die Laune gerade deutlich besser. Also das ist wirklich ein Krampf gewesen, das da gerade einzustellen. Sah jetzt aus, als wenn alles super funktioniert. Ich sehe hier gerade irgendwie rein optisch, dass die beiden Elemente doch noch relativ dicht beieinander sind. Das muss ich mir merken. Es ist das eine Element und da vorne hängt das andere Element. So bin ich nach Hause gefahren. Nein, bin ich natürlich nicht. Das habe ich hier gerade auf dem Hof, auf dem Privatgrundstück eingeklemmt, eingehängt. Ne? Nicht, dass hier eure Polizeianwärter jetzt irgendwie Fallmitteln fittern. Ach, ist doch egal. So. Ich freue mich über das gute Gerät hier und wir gehen jetzt erstmal ein Essen. Test. Ich habe nur noch 18%. Ja, bin langsamer geworden, wie ihr seht. Das funktionierte doch nicht mit 5 bis 6 km/h. Fazit ist allerdings, dass es sehr gut funktioniert. Also einstellen heute Vormittag, da habe ich mir ein bisschen einen abgekotzt. Ist auch wirklich einfach, wirklich eigentlich unmachbar, unmöglich. Alleine, weil ich die Hackschare überhaupt nicht sehe von meiner Kabine. Ich kann fahren, dann kann ich gucken, was die Hackschare gemacht haben. Und dann muss ich einstellen wieder. Das ist immer ein bisschen problematisch. Carsten hat mir ja zum Glück geholfen. So sieht das Bild nach meinem Hacken aus. Sehr wirr. Das ist eigentlich auch nicht so gewollt. Das ist hier, wie ihr seht, haben wir hier ein starkes Quecke-Problem. Ich weiß nicht, ob man das so dadurch erkennt. Deswegen wölbt sich das immer ziemlich dolle auf und macht manchmal einen etwas sehr dollen Damm. Deswegen habe ich auch schon oft hier, könnt ihr da sehen, wieder ausgehoben, ein bisschen geschüttelt. So, wenn ich jetzt aber... Wir gucken mal einfach hier. Da. Sojabohne ploppt überall raus. Hier. Die ist da überall noch drin. Manchmal ist sie ein bisschen weiter, manchmal ist sie ein bisschen nicht so weit. Hier ist jetzt nichts dazwischen.
Aber es ist flächendeckend. Überall habe ich Angst beim Hacken, weil ich nicht sehe, was meine Sojabohne danach macht. Hier weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu dolle zugedeckt ist. Ist es nicht. Hier guckt sie ja schon raus. So, das meine ich. Es ist neu für mich. Ganz neues Gefühl. Aber scheint ja zu funktionieren, ne? Guti, ich mache jetzt noch zu Ende, dann fahre ich nach Redebeitz, gucke mir da die Sojabohnen an. Ob die da auch schon so weit sind, dann fährt man da nicht extra mit dem Trecker hin. Und das Video ist ja vorbei, ich wollte dich gerade hochschmeißen. Aber das Video ist ja vorbei, wir haben ja Mittwoch, ich schneide das ja heute alles. Dann sage ich es anders. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Lasst gerne ein Like, Kommentar, ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Und hier kurze Erklärung, Vaterstück, Mutterstück. Kann sich vielleicht einer erklären, das Vaterstück kommt so ins Mutterstück, ne? Wisst ihr Bescheid.